Es war schon vor 2600 Jahren ein idealer Platz, um sich hier anzusiedeln. Zu dieser Zeit wanderten Kelten ein, die als erste das Eisen des Erzberges abbauten. Der Name Steyr entstammt der keltischen Sprache und mit Styria wurde der Fluss bezeichnet. Die Römer brachten das Eisen, das sie das Norische nannten, auf der alten Eisenstraße durch diese Gegend zu ihrer Schildfabrik nach Lariacum. Die Verarbeitung von Eisen und der damit verbundene Handel war für Steyr von großer Bedeutung und im 14. bis zum 15. Jahrhundert war die Hochblüte der Stadt. Die Erzeugung von Waffen und Harnischen aus Steyr war in ganz Europa berühmt. Die Stadt war damals neben Wien die wohlhabendste und vornehmste Stadt Österreichs. Der Fluss Steyr wurde schon im späten Mittelalter genutzt. Im Wehrgraben siedelten sich Gewerbebetriebe an, die die Wasserkraft des Flusses nutzten. Dazu wurde ein System von Kanälen angelegt, das im Wesentlichen bis heute erhalten. Im 18. Jahrhundert begannen hier ansässige bürgerliche Meister mit der Erzeugung von Säbeln, Bajonetten und Gewehrbestandteilen. 1830 wurde die Waffenfabrik von Leopold Werndl gegründet. Seinem Sohn Josef gelang der große Schritt vom einfachen Unternehmer zum Großindustriellen. In wenigen Jahren baute er die Fabrik seines Vaters zu einer der größten und modernsten Waffenfabriken der Welt auf. Man nutzte noch bis ins frühe 19. Jahrhundert die Wasserenergie mit Wasserrädern zum Antrieb von Geräten und einfachen Maschinen. Neben den alten Industriebauten, die heute unter Denkmalschutz stehen, errichteten auch die Handwerker und Hammerherren am Ufer ihre Häuser, die einen Teil der Altstadt bilden. Der Fluss Steyr mündet nach 68 Kilometern nahe dem Eingang zur Altstadt über zwei künstlich angelegte Katarakte in den Fluss Enz. Beim Zusammenlauf sieht man die unterschiedliche Wasserfärbung der beiden Flüsse. Die der Steyr ist leicht blau, hingegen der Enz durch das Mitführen von Sedimenten hellbraun. Auf dem Wasser wurden Salz, Roheisen und Kleineisen für die zahlreichen Handwerksbetriebe befördert. Hier bauten vorwiegend die Handelsherren ihre Häuser. Sie waren über Generationen in ihrem Besitz und die aufwendig gestalteten Fassaden zeigten den Wohlstand der Bürger. Die schmalen Häuser lassen kaum die große Tiefe der Gebäudekomplexe erkennen. Die meisten reichen vom Enzufer bis zum Hauptplatz. Steyr wurde oftmals vom Hochwasser heimgesucht. Eine Wassermarke von 1572 an der Hauswand lässt das Ausmaß erkennen. Auf der linken Seite des Flusses der Steyr finden sich noch mittelalterliche Gassen mit Häusern aus der Entstehungszeit. Die Fassaden sind nicht so prunkvoll gestaltet wie die am Hauptplatz. Es waren die Wohnstätten der kleinen Händler und Handwerker mit ihren Werkstätten. Das schmale Haus mit Sgraffitobändern an den Hausecken beherbergt ein kurioses Museum. Es ist das Weihnachtsmuseum und im Advent öffnet es seine Pforten und bietet Einblick in die historische Welt des Christbaumschmucks. In unmittelbarer Nähe, auf einer kleinen Anhöhe, steht einer der schönsten Kirchen der Stadt, die Michaelerkirche.
unter Kaiser Ferdinand II. Wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 11 Objekte des Jesuitenordens für den Bau einer Kirche überlassen. Mitte des 17. Jahrhunderts war die Kirche fertiggestellt. Das mit 1677 datierte Kirchenportal wurde mit einer Marienstatue gekrönt. An den beiden Seiten sind die Apostel Petrus und Paulus zu sehen. Etwa 100 Jahre später erhöhte man die beiden Türme, die Fassade wurde bemalt und die Kirche erhielt ihr jetziges Aussehen. Die Ausstattung der Kirche stammt aus der Zeit um 1760 und ist von den Stilrichtungen des späten Barocks und des beginnenden Klassizismus geprägt. Das einschiffige helle Langhaus hat zu beiden Seiten je drei Kapellen mit Emporen und geht in den Chor über. Der mächtige Hochaltar aus dem Jahr 1766 wird einem italienischen Meister zugeschrieben. Der in Steyr ansässige Meister Franz Xaver Gürtler malte das Altarbild mit den Darstellungen des Erzengel Michaels als Sieger über Luzifer. Die mächtigen Statuen stellen auf der rechten Seite den Erzengel Raphael dar und links ein weiterer Schutzengel. Der am Altar befindliche Tabernakel wurde erst im 19. Jahrhundert gefertigt. An beiden Seiten im Chor befinden sich Balkone, von denen man ungesehen an den Gottesdiensten teilnehmen konnte. Über das gesamte Kirchenschiff zieht sich ein vierjochiges Tonnengewölbe. Und über den Eingang auf der Empore die Orgel. Sie stammt aus der Garstner Stiftskirche und wurde 1707 angefertigt und im Zuge der josephinischen Reform in die Michaelerkirche überführt. Über den Seitenkapellen sind Emporen mit schmiedeeisernen Brüstungen, die den Abschluss zum Langhaus bilden. Die Deckenfresken zeigen die vier Erzengel. Engelsköpfe an den Säulen und Ochsenaugenprofilen begleiten die Deckensegmente. Die um 1770 gefertigte Kanzel ist einer der wertvollsten Ausstattungselemente der Kirche. Sie ist eine Stiftung der in Steyr beheimateten Fürstenfamilie Lamberg, deren Wappen der Schalldeckel ziert. Den oberen Abschluss bildet eine Statue des guten Hirten. Die Kirchenbänke sind noch aus der Entstehungszeit der Kirche und wurden aus heimischem Nussholz gefertigt. Die Sichtflächen sind in Felder gegliedert, mit Profilen eingefasst und figuralen Bandwerk verziert. Die Kirche wurde in einer Zeit der wirtschaftlichen Hochblüte erbaut und konnte nur so aufwendig gestaltet werden. Nahe dem Hauptplatz von Steyr ist der Aufgang zum Schloss Lamberg. Der gotische Torbogen ist einer der wenigen erhaltenen Bauelemente der alten Styria-Burg. Ein Fresko über den Eingang geht auf die Sage der Gründung der ersten Festung auf dem Schlossfelsen zurück. Ebenso die Bildnisse von Kaiser Friedrich III. Und seinem Sohn Maximilian I., da diese Verbindungen zur Stadt hatten. 1666 gelangte die aus dem 10. Jahrhundert stammende Styria-Burg samt Herrschaft in den Besitz der Grafen Lamberg.
1727 wurde die Anlage bei einem Brand zerstört und von Johann Michael Brunner als Barockschloss mit den typischen Stilelementen neu errichtet. Das Eingangstor in der Berggasse wurde mit Säulen, Pilastern und reichen Profilen gestaltet. Der große Innenhof ist in Dreiecksform gestaltet und von den drei Hauptflügeln umschlossen. Dies ergibt sich aus dem Grundriss des Felsens, der das Schloss trägt. Im Mitteltrakt der Uhrturm und die Treppenhausvorhalle. Im Südosttrakt befindet sich die ehemalige Schlosskapelle. Sie wurde zum Zeremoniensaal des Standesamtes umfunktioniert. Die Schlossanlage ist heute nur zum Teil zugänglich. In den meisten der Räumlichkeiten ist die Stadtverwaltung untergebracht. In der Barockzeit war es üblich, in den Gartenanlagen Zwerge zu platzieren. Sie dienten der Belustigung bei den reichlichen Gartenfesten, konnte man doch verschiedene Charakterzüge und Eigenschaften in den Steinfiguren erkennen. Ursprünglich standen die 250 Jahre alten Sandsteinzwerge im ehemaligen Stift Kleid und wurden nach einer umfangreichen Restaurierung im Hof des Schlosses aufgestellt. Die Gruppe um den wasserspeienden Hund besteht aus 12 Figuren, die fast einen Meter hoch sind. Beim neuen Schlossbau wurde die Anlage gegenüber der alten Styriaburg erweitert. Man baute die Arkadenbrücke, die den alten Burggraben überspannt. Die Wehrmauern der Burg wurden dabei erhalten, nur im Wehrgraben wurden Zubauten errichtet. Seit ca. 30 Jahren werden hier alte Steinböcke gehalten. Den Abschluss der Brücke bildet ein offener Pavillon, der Übergang zum großzügig angelegten Garten ist. Er wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Stil der englischen Landschaftsgärten angelegt. Von der Enzbrücke führt die schmale Straße zum Zentrum von Steyr mit dem Stadtplatz, der einer mit der besterhaltenen ursprünglichen Bebauung Europas ist. Der Platz geht auf die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Die Form ergab sich aus dem ursprünglichen Straßenverlauf und den Geländegegebenheiten. Er ist bis heute mittelalterlich, der Kernbereich vieler Häuser noch gotisch, auch wenn spätere Umbauten und Fassadengestaltungen im 18. Jahrhundert im Barockstil verändert wurden. Es waren die Häuser der Stadtverwaltung und der reichen Bürger, die ihre Wohlhabenheit zur Schau stellen. Regelmäßige Markttage und bunte Veranstaltungen wurden und werden hier abgehalten. Im Zentrum des Platzes befindet sich das Rathaus, ein Bauwerk des Rokoko, 1765 bis 1771 entstanden. Der hoch aufragende Turm wurde als Uhr- und Glockenturm ausgebildet. Auf der Balustrade symbolisieren vier Frauengestalten die Machtbefugnisse der Stadt in der damaligen Zeit. Justitia mit Schwert und Waage, das Strafrecht mit Eisenkugel und Kette am Fuß, die Kirchenpatronanz mit Weihrauchgefäß und das römische Recht mit dem Buch in der Hand. Der Leopoldibrunnen wechselte im Laufe der Jahrhunderte mehrmals seinen Standplatz. Über der Brunnenschale sieht man wasserspeiende Delfine,
und die Figur des heiligen Leopold mit Kirchenmodell und Fahne darüber. Das Schöntaler Haus ist einer der schönsten Hausanlagen aus dem 18. Jahrhundert mit älterem Baukern. Es weist reiche Stuckverzierungen an den Fensterleibungen und dem Fries im Obergeschoss auf. Über dem Eingangsportal aus dem 16. Jahrhundert befinden sich die Wappen der Bundesländer. Das Sternhaus besteht aus einem Vorder- und einem Hinterhaus mit Innenhof. Die spätbarocke Fassade aus dem Jahr 1767 zeigt die allegorischen Darstellungen der fünf Sinne im ersten Obergeschoss. Über dem Portal ein sechszackiger Stern und Wappendarstellungen über dem ersten Obergeschossfenster des Erkers. Die Bürgerhäuser haben gleichförmig ausgebildete Dachkonstruktionen. Sie wurden im 16. Jahrhundert errichtet, die Neugestaltung der Fassaden jedoch bis ins 19. Jahrhundert vorgenommen. Neben der Häusergruppe steht die Marienkirche. Der zweitürmige Kirchenbau ist zurückversetzt und auf dem Vorplatz eine kleine Kapelle mit einer Ölbergdarstellung. Über dem rundbogigen Hauptportal ist die Statue der Mutter Gottes angebracht. Die prunkvolle Einrichtung der Kirche stammte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Kircheninnere besteht aus einem einschiffigen Langhaus mit je drei Seitenkapellen und darüber ein dreijochiges Tonnengewölbe. Über den Seitenkapellen wurden Emporen mit Balustraden errichtet, die den Abschluss zum Kirchenschiff bilden. Der Chor ist vom Kirchenschiff abgesetzt und der Altar füllt den Chor zur Gänze auf. Maria mit dem Kind, umgeben von einem Strahlenkranz, zierenden Hochaltar. Weiters sind wichtige Personen des Dominikanerordens figürlich zu sehen. Zu den wertvollsten Gegenständen der Kirche gehört die Kanzel. Reich vergoldet sind an den Brüstungen Reliefs von Heiligen des Ordens zu sehen, und am Fuß des Kanzelkorbes sitzen die vier Evangelisten. Auf der Empore steht die Orgel mit geteiltem Pfeifengehäuse, die wie die Innenausstattung der Kirche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschaffen wurde. Die schmalen Gassen führen vom Stadtplatz hinauf zum Schloss oder hinab zum Endufer. Die Stadt Steyr wurde über Jahrhunderte erbaut, bedarfsgerecht umgebaut, abgerissen und wieder neu erschaffen. Und so entstand dieses vielfältige Erscheinungsbild. In die alten Objekte sind neue Besitzer eingezogen und wurden anderen Funktionen zugeführt. Nur an den Fassaden der Stadt darf nichts geändert werden, um das Gesamtbild am Zusammentreffen der beiden Flüsse Steyr und Enz zu bewahren.